Herzlich willkommen zu Nonsenf, Ihrer Wochenrückschau im Regionalfernsehen. Das war schon ein Ereignis von bundesweiter Strahlkraft. Die Agrarminister aller Bundesländer treffen sich in Erfurt und haben beraten und getagt und auch genächtigt. Trotzdem war etwas sehr komisch an dieser mehrtägigen Konferenz. Das weiß unser Außenreporter Klaus. Naja, Herr Ebert, das ging ja schon los, gell? Am Tag bevor die Konferenz überhaupt angefangen hat, da wurde das Ergebnis schon verkündet. Ja, und zwar, man möchte der Bundesregierung Forderungen überreichen und gefordert wird Bürokratieabbau. Jawohl. Und dazu gibt es auch ganz konkrete Ideen. Für jede neue Vorschrift muss eine alte wegfallen. Das sagte am Tag vor der Konferenz die Thüringer Agrarministerin Susanna Karawanski. Ja, in einer Regierungsmedienkonferenz, also so viele Konferenzen. Naja, soweit die Fakten, gell? Jetzt mal zu den ungewöhnlichen Dingen an dieser Meldung. Erstens, wenn man Bürokratie abbauen will und dann dafür sowas macht wie für jede neue Vorschrift eine alte streichen, ja, wird's dann auch wirklich weniger? Wenn ich meinen Kontostand abbauen will, gell, aber meine Mutter für jeden Euro, den ich abhebe, gleich wieder einen drauf tut, ja, was passiert denn dann mit meinem Kontostand? Ja, da muss man kein Agrarminister sein, um herauszufinden, dass dabei die Anzahl der Euros oder in diesem Falle der Vorschriften gleich bleibt. Was erst einmal ja gar nicht mit Abbau zu tun hat. So, zweitens, warum wissen die eigentlich schon gestern, was sie heute beschließen? Hä? Oder wollten die Agrarminister sich einfach mal ein paar Tage in Erfurt umgucken? Ja. Und stand ja schon alles fest. Und drittens, wie werden denn diese Forderungen dann übergeben? Als Forderungskatalog, ja, schön ausgedruckt und geheftet in zigfacher Ausführung und für jeden Staatssekretär noch ein Exemplar und zwei fürs Archiv. Ja. Und jetzt, wo wieder alles vorbei ist, gell, da ziehen die Agrarminister noch ein bisschen um die Häuser in Erfurt. Sie werden sie am Gesang erkennen. Die Karawanski zieht weiter, der Özdemir hat Durst. Und damit zurück zu Ihnen. Ja, danke, Klaus. Am Rand der Konferenz immer wieder Bauernproteste, die inzwischen aber so zum Alltag gehören wie Bahnstreik oder Flugausfälle. Dass aber auch Bauern und Mathematik zusammengehören, wussten Sie bis dato noch nicht, oder? Hier ist der Beweis. Und juhu, Thüringen hat nun endlich auch eins, ein Bündnis Sarah Wagenknecht. Das ist laut Presse sogar Doppelspitze, weil es eben zwei Chefs gibt. Zum einen ist es die Oberbürgermeisterin von Eisenach, Katja Wolf, und neben ihr wurde auch der Unternehmer Steffen Schütz zum Landesvorsitzenden gewählt. Das ist krass. Das BSW, noch keine Wahl gewonnen, aber schon den ersten Posten in der Tasche. Oberbürgermeister von Eisenach. Ja, nachts, wenn man ganz leise ist, hört man den Sonneberger Landrat weinen. Aber niemand kennt sich mit der Politik in Thüringen so gut aus wie Jonas Greiner. Wie geht's denn nun weiter mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht hier in Thüringen? Juli. Das Bündnis Sarah Wagenknecht erreicht in den Umfragen zur Landtagswahl knapp 15%. Angetan vom Erfolg des Personenkults um Wagenknecht benennen sich auch andere Parteien um. Die Thüringer Linke heißt ab sofort Bündnis Bodo Ramelow, die CDU heißt jetzt Bündnis Mario Vogt und die Grünen nennen sich ab sofort Bündnis, wie hieß nochmal der Schauspieler, der jetzt Umweltminister ist, und seine Kollegin, die andere da. Die AfD ändert ihren Namen in Leibstandarte Björn Höcke. August. Das Verwaltungsgericht stellt fest, dass Sarah Wagenknecht in Thüringen überhaupt nicht persönlich zur Wahl antritt. Deshalb muss sich das Bündnis Sarah Wagenknecht umbenennen und heißt nun nur noch Bündnis. Angetan hiervon benennen sich auch andere Parteien um. So heißt das Bündnis Bodo Ramelow nun Bündnis. Das Bündnis Mario Vogt heißt jetzt Bündnis. Und weil der Name frei geworden ist, benennt sich die AfD um in Bündnis Sarah Wagenknecht. Da
Das wiederum wird ebenfalls untersagt und um eine faire Wahl zu ermöglichen, verfügt das Gericht jetzt, alle Parteien müssen anonymisiert unter dem Namen Bündnis antreten. Wer am Ende welches Bündnis war und wie viel Prozent der Stimmen erhält, wird dann im Rahmen eines Spieleabends im Plenarsaal des Thüringer Landtags ausgefochten. Jonas Greiner und sein Blick in die Zukunft. Thüringen hat einen Bürgerbeauftragten. Ist wahrscheinlich erstmal eine coole Sache. Der heißt übrigens Kurt Herzberg, wurde vom Landtag gewählt und er soll für die Bürger da sein. Das sind ja aus Sicht der Verwaltungen und Ämter, also wir. Wenn also Bürger Ebert, das bin jetzt mal ich, ein Problem mit dem Pass- und Meldeamt hat, dann ist Kurt Herzberg mein Mann, der hilft. Jetzt habe ich Gott sei Dank mit diesem Amt kein Problem. Trotzdem haben die Anfragen an ihn im letzten Jahr extrem zugenommen. Waren es bisher immer so 700 bis 900 pro Jahr, so sind es jetzt 1400 geworden. Und worum geht es in den meisten Fällen? Amt ist zu langsam, Amt gibt mir keinen Termin, Amt reagiert überhaupt nicht. Und der Bürgerbeauftragte weiß sogar, warum das so ist. Achtung, viele Ämter haben Long-Covid, sagt er. Klingt ein bisschen albern, aber es stimmt. Zu Corona-Zeiten haben viele Ämter die Terminvergabe eingeführt, Hausbesuche nur noch mit Anmeldung und so weiter. In so manche Behörde darf man gar nicht mehr rein. Corona ist vorbei, aber Terminvergabe und Besuchsverbot werden nicht abgeschafft. Das glauben Sie nicht, ist aber so. Zeigen Sie mir bitte mal einen Menschen, der nach Corona mal in einem Thüringer Finanzamt war, ohne dort arbeiten zu müssen. Also wenn Sie einen finden, dann ist das ein sicherer Kandidat für den RTL-Jahresrückblick 2024. Aber was sagt der Bürgerbeauftragte nun zum Zustand und zur Zukunft? Wird das wieder besser? Werden Ämter bald viel bürgerfreundlicher sein? Wird gar die Bürokratie zukünftig etwas abnehmen? Da ist sich Kurt Herzberg ziemlich sicher. Die Antwort lautet nein. Einfach mal nein. Diese Antwort wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. Gegen die Antwort können Sie Widerspruch einlegen, aber nicht Freitag nach 1. Herzlich willkommen von mir zum Euro-Jackpot von Lotto Thüringen. Wenn es um das richtige Haustier geht, da gehen die Meinungen ja auseinander. Der eine ist vielleicht der Hundetyp, der andere ist ein Katzenfreund. Aber was ist eigentlich mit Haustieren, die es gewöhnlich bei uns nur selten gibt? Dazu gleich mehr. Hier sind erstmal die Gewinnzahlen im Euro-Jackpot vom 15. März, wie immer ohne Gewähr. Ich freue mich für Sie, wenn es mit den richtigen Zahlen geklappt hat. Nun zurück zum Haustier. Ein Hund, eine Katze oder ein Meerschweinchen. Bevor Sie sich ein Haustier zulegen, sollten Sie genau abwägen, ob das wirklich das richtige Hobby ist. Ein Haustier macht ganz schön viel Arbeit. Deswegen ist es auch nicht ratsam, sich besonders außergewöhnliche Haustiere anzuschaffen. Manche träumen ja von einer kleinen Lama- oder Alpaka-Herde im eigenen Garten. Naja, ich kann Ihnen sagen, dann sollte Ihr Garten ganz schön groß sein. Die Weidefläche für Alpakas muss mindestens 1000 Quadratmeter für zwei Tiere betragen. Jedes weitere Tier benötigt zusätzliche 100 Quadratmeter. Das sind nach Angaben von Tierschützern die Mindestmaße. Auch beim Futter, der Gesundheit und der Haltung im Winter haben Alpakas besondere Ansprüche. Wenn Sie sich jetzt von Ihrer Alpaka-Herde im eigenen Garten verabschiedet haben, kein Problem. Es gibt auch bei uns in Thüringen mittlerweile viele Anbieter, die Wanderungen mit den süßen Tieren organisieren. Eine Alpaka-Herde auf Zeit sozusagen. Ich wünsche Ihnen jetzt schon ganz viel Spaß damit und jetzt sage ich Ihnen natürlich noch, um welchen Jackpot es am Dienstag geht. Na, Arno, gewinnst du wieder? Nee, nur das eine Mal. Aber das ist immerhin richtig, ne? Ändert nicht dich, ändert dein Leben. Euro-Jackpot mit bis zu 120 Millionen Euro. Ziehung jetzt jeden Dienstag und Freitag. Euro-Jackpot. Die Chance auf dein Traumleben. Zur nächsten Ziehung sind rund 21 Millionen Euro im Jackpot. Infos unter lotto-thüringen.de. Spiele, gewinne beim Original.
Toi, 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 die Daumen sind gedrückt. Egal, ob Sie gewonnen haben oder nicht, Sie haben auf jeden Fall etwas Gutes für Thüringen getan. Denn Lotto Thüringen unterstützt mit jedem Ihrer Tipps gemeinnützige Projekte im ganzen Freistaat. Vielen Dank dafür. Ja, und jetzt geht's weiter mit Nonsense und Daniel Ebert. Dankeschön, Rebecca Lara Müller. Wo waren wir? Ach ja, Behörden haben Long-Covid. Comedian Ole Lehmann weiß aber auch, dass die Comedy-Branche auch sehr unter Corona zu leiden hatte. Ole Lehmann. Aber ich bin froh, jetzt auch wieder auftreten zu dürfen. Es gab ja diese 3 Jahre, über die wir nicht mehr reden wollen irgendwie. Und das war für mich natürlich als Künstler und für uns alle natürlich als Künstler war das schwierig. Ne? Also ich war auch so ein Workaholic bis dann, viele Auftritte, 150, 160 Auftritte im Jahr gehabt und so. Und dann saß man auf einmal zu Hause. Zuerst war es schön, ne? Muss man mal sagen. Erster Lockdown, Jogginghose, Netflix. Ne? So, ich habe ja Netflix leer geschaut übrigens. Ne? Also ich habe es alles aber sofort gelöscht. Wenn ihr euch gewundert habt, warum es auf Netflix nichts gab, das war ich. So, und dann hat man so gedacht, ach Mensch Gott, die 3 Wochen werden schon umgehen. Und es war halt schwierig, ne? Es war schwierig für uns irgendwie überhaupt auch so fröhlich sein zu können, so in dem Lockdown. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, allein zu sein mit meinem Mann und jetzt auch so da im Lockdown zu sein, so diese Isolation, das war eine Sache, ne? Aber zu lernen, wie wir Menschen in der Pandemie getickt haben, das war eine andere, ne? Was war denn mit uns bitte los? Ne? Diese Hamsterkäufe, was sollte das? Was war alle in Deutschland zuerst? Guck mal, alle schon. Das ist ein Trauerspiel, oder? In Deutschland war Klopapier alle. In Frankreich war es Rotwein, Baguette und Kondome. So sieht's aus. Ja, das ist der Unterschied zwischen den Franzosen und uns Deutschen. Der Franzose will vögeln, wir wollen kacken. So sieht's aus. Und es waren nachher Sachen alle bei Rewe, die sonst nie alle sind. Ich weiß noch, also am Anfang war es ja so, dann waren die Nudeln alle, ne? Irgendwie, da hat sich der Deutsche gesagt, aus was macht man Nudeln? Ach ja, Mehl, dann war es Mehl alle und so, ne? Und irgendwann waren sogar so Sachen alle wie ich bin so ein Hobbybäcker, ne? Ich backe für mein Leben gern und ich brauche nur für einen einzigen Cheesecake, den ich mache, da gibt's im Boden, da müssen so 2 Esslöffel Weizenkleie rein. Noch nie in meinem Leben war bei Rewe Weizenkleie alle. Ich habe mich so und so mal gefragt, wer frisst eigentlich Weizenkleie die ganze Zeit so. Und ich komme zu Rewe und es war Weizenkleie alle. Ich so, das kann doch nicht angehen, ja? Bin ich zu dieser Berliner Kassiererin, sag ich, hören Sie mal, es ist Weizenkleie alle. Ich verstehe das nicht, warum. Und dann sagt sie, naja, die Leute haben alle Klopapier gekauft, das müssen sie abführen. Also so, ne? Bin ich ja gar nicht drauf gekommen erstmal so, ne? Aber dann haben wir es uns gemütlich gemacht und dann haben wir natürlich, mein Mann und ich haben das in der Pandemie gemacht, was irgendwie alle gemacht haben. Wir haben renoviert, ne? Wir haben so ein kleines Arbeits- und Gästezimmer und gesagt, jetzt haben wir mal Zeit, ne? Und die Baumärkte durften ja aufhaben, ne? Ich weiß nicht, wie es hier in der Gegend war, aber bei uns in Berlin war es so, du musstest ein Hygienekonzept haben. Das war immer ein Knaller. Also das Hygienekonzept in Berlin für die Baumärkte war wie folgt: Wenn du so einen Baumarkt hattest mit 30.000 Quadratmetern, durften ganze 3 Leute rein. Das war ein Spaß. Ne? Du standest 4 Stunden in der Kälte mit einem Einkaufswagen in einer Schlange. Und wenn du reinkamst, da hattest du so 1/2 Stunde Zeit. Und wenn dann der Einkaufswagen so ein Tick zu wenig voll war, ja, da ist die Berliner Kassiererin schon durchgedreht. Deswegen habe ich mir den Spaß gemacht. Wenn ich im Lockdown lachen wollte, ja, dann bin ich zum Baumarkt gefahren. Dann habe ich mich 4 Stunden angestellt mit so einem riesen Einkaufswagen. Und wenn ich drin war, habe ich mir so ein Packen Batterien genommen. Und bin damit zur Kasse. Was meint ihr, was da los war, ja? Diese Berliner Kasse, was? Sie sind 3-4 Stunden angestanden wegen 2 Batterien. Das geht nicht in meinen Kopf. Ich sag's nochmal. Sie sind 4 Stunden für 2 Batterien. Haben Sie 2? Und ich so, ach, das sind 2. Ich will nur eine. Ich breche die durch. Und bin lachend raus, ja, weil da kann der Berliner nicht mit umgehen. Dann haben wir renoviert und das ging schnell. Wir haben nur so ein bisschen Farbe an den Wänden, so 2-3 Möbelstücke, die wir vorher bei IKEA Click und Collect irgendwo aus dem Lager geholt haben, so, ne. Und dann wollten wir das machen und halt nach einem halben Tag waren wir fertig. Und jetzt war ich aber so drin, weil ich dachte, Schatz, ich muss weitermachen. Ich kann nicht aufhören, weil die Pandemie wird noch 2 Wochen gehen. Dachte ich, ne, und ich muss weiter. Und irgendwann ertappt er mich, wie ich so mit der Faust an der Wand lang klopfe und sage, Schatz, ist das hier eigentlich eine tragende Wand, die rüber zu unserem Nachbarn? Und es war sie nicht. Ich habe sie eingerissen, hat alles super, alles gehalten. Jetzt hat unser Nachbar, ohne es zu wollen, eine 7-Zimmer-Wohnung mit 2 Tonnen. Wollte er nicht, muss er durch. Ne?
Ja, der ist nett, der kriegt hier morgen Kaffee, hat ein eigenes Klo, wunderbar. Ne? Aber das haben wir gemacht. Ne? Und dann gab es aber auch so Sachen wie, dann wurde man immer irgendwie ein bisschen so passive-aggressive, ne? Und so hier und da. Und dann irgendwann kamen so findige Veranstalter auf die Idee, wo können wir Comedy machen, wo es so halb legal ist. Ne? Und dann kam irgendein Idiot auf diese glorreiche Idee, Comedy im Autokino. Leute, das war schlimm. Ich habe das nur ein einziges Mal gemacht. Ich habe mein Soloprogramm gespielt in einem Autokino in der Pfalz. Das war gleich doppelt schlimm. Ne? Autokino und besoffene Pfälzer. Ne? Die saufen auch im Auto, das ist denen scheißegal. Ne? Da ist Wein wie Wasser. So. Und dann stand ich, und ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt. Du kommst da raus, du hast auch so wie jetzt ein Mikrofon in der Hand, aber du hörst dich nicht, du hast keine Lautsprecher, weil das brauchst du nicht, weil das wird ja durch eine UKW-Welle ins Autoradio übertragen. Und dann kommst du raus und sagst, hallo Pfalz, und stehst vor parkenden Autos. Könnt ihr euch vorstellen, wie schizophren das ist? Ich dachte, wenn jetzt so ein Auto anfängt zu sprechen, dann bin ich im Pixar-Film Cars gelandet und das wollte ich nicht. Und dann gab es auch keine Reaktion. Ich habe die Leute, du siehst und hörst die nicht. Und dann dachte ich irgendwann nach 20 Minuten, hoffentlich bin ich auch richtig und mit meinem Auto nicht vorher falsch abgebogen und stehe jetzt wahllos auf so einem Parkplatz bei Ikea und sage, hallo Pfalz. Und die Sicherheitsleute, kommen Sie mit. Ja, so. Aber da habe ich mich wieder erinnert. Ich habe mich wieder erinnert, weil ich hatte vorher mit einem Kollegen darüber gesprochen. Der hat gesagt, Ole, ist ganz einfach, du kriegst ja keine Reaktion. Und wir brauchen ja Reaktionen. Also Comedy funktioniert ja nur, indem du was sagst. Du lachen oder klatschen und so. Und dann sagt er, pass auf, ist ganz einfach. Du musst dich mit denen absprechen. Die sollen, wenn die lachen, sollen die Lichthupe machen. Und wenn die klatschen, sollen die hupen. Leute, das war schlimm. Also allein schon Lichthupe. Ich stand in der Mitte so wie jetzt und in der ersten Reihe war so ein SUV mit Xeon-Neon-Treon-Scheinwerfern. Der hat einmal Licht gehupt, ich habe eine halbe Stunde mit dem Rücken zum Publikum gespielt, weil ich es nicht gemerkt habe. So. Und dann hupen, wenn die klatschen, sollen die hupen. Leute, hupen ist ein Alarmsignal. Das ist nicht so schön wie klatschen und es kommt auch nicht sofort. Ihr müsst euch die Situation vorstellen. Du stehst auf der Bühne, du bist fröhlich, du schießt so einen Gag ab. Jetzt braucht er so 2-3 Sekunden, bis der in allen Autoradios verteilt ist. Dann wartest du halt so ein bisschen, dann lachen die vielleicht, weil du siehst und hörst es ja nicht. Da gehen wieder 2-3 Sekunden. Dann denken die, oh, den fand ich aber lustig. Möchte ich Licht hupen? Oder möchte ich gleich hupen? Vergehen wieder 5 Sekunden. Nach 10 Sekunden, was auf der Bühne eine Ewigkeit ist, ja, passiert nichts. Und dann denke ich, naja gut, passiert nichts, finden Sie nicht toll. Mach mal weiter. Und im Einatmen macht einen wahnsinnig. Und ich habe bis heute ein Trauma. Wenn ich jetzt auf der Straße stehe und jemand hupt, verbeuge ich mich. Mach ich automatisch. Ja, es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Ole Lehmann, ein Urgestein des Quatsch-Comedy-Club. 168 nicht Wischmöpse, sondern 168 Wischmops sind letzte Woche Dienstag auf einem Rastplatz im Landkreis Gotha geklaut worden, direkt vom LKW, während der Fahrer eine Bratwurst gegessen hat oder was auch immer. Die Möpse oder die Mops haben einen Wert von 21.000 Euro. Ja, jetzt gucken Sie wie ein Schrubber, oder? Aber keine Panik, ich habe schon für Sie gerechnet. So ein Wischmopp kostet 125 Euro. 168 Stück davon machen 21.000 Ocken. Da braucht man natürlich ein Äuglein fürs Reinigungsgerät. Wer klaut sowas? Die Polizei tappt völlig im Dunkeln und braucht meine Hilfe. Und bitte sehr. Lassen Sie uns nachdenken. Wer hat so viel Ahnung vom Wischmopp, dass er einen für 10 Euro von einem für 125 Euro unterscheiden kann? Wer hat die Kraft, in Windeseile 168 davon schnell vom LKW verschwinden zu lassen? Und wer hinterlässt dabei keine Spuren? Der Täter ist mit Sicherheit Meister Propper. Saubere Woche Ihnen allen und bis nächste Woche um die Zeit. Yeah.